1,47 Millionen Euro. So viel Geld haben die Ministerien in den letzten Jahren Journalisten, ja, Journalisten, für diverse Auftritte überwiesen. Darüber müssen wir natürlich diskutieren. Ebenfalls sprechen wir über ein Interview von Familienministerin Paus und über die Recherche der Zeit und der ARD, laut der die Spur der Sprengungen der Nord Stream Pipelines in die Ukraine führt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stimmt, Ihrem Nachrichtentalk. Auch heute diskutieren und kommentieren wir wieder die relevantesten Themen des Tages für Sie. Das mache ich natürlich nicht alleine, daher freuen Sie sich auf meine Gäste, Journalistin und Autorin Bettina Röhl, meine Kollegin Giovanna Winterfeld und ZDF-Legende Peter Hane. Vielen Dank fürs Kommen. Mein Name ist Sebastian Vorbach und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend. Die kommende Debatte werden Sie so nicht im Öffentlich-Rechtlichen hören. Denn Bundesbehörden haben in den vergangenen 5 Jahren Journalistinnen und Journalisten mit teils horrenden Summen für Moderationen und andere Auftritte bezahlt. Insgesamt haben die Ministerien 1,47 Millionen Euro fließen lassen. Und über 875.000 davon gingen an Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das ergab eine Bundestagsanfrage der AfD. Unsere Recherchen ergaben sehr viele prominente Namen. Und jetzt würde ich Sie mal fragen, Herr Hane, wenn Sie die Summe hören, 1,47 Millionen an Journalisten, also jetzt nicht an klassische Moderatoren, die man im Kopf hätte wie Thomas Gottschalk oder Barbara Schöneberger, sondern wirklich an Journalisten. Ist das noch lauter? Das alles ist nicht lauter. Natürlich nicht. Aber ich möchte vorweg sagen, ich bin jetzt nicht hier, um sozusagen als Racheengel aufzutreten. Vielleicht auch als einer, der davon früher nichts abgekriegt hat. Haben Sie denn was abgekriegt? Ich habe meine Aktenordner alle im Keller und die hole ich jetzt raus. Ich habe x Anfragen gehabt. Mhm. Da ging es ja nicht darum, dass man Fachwissen präsentiert, sondern die brauchten beliebte Leute. Also insofern ist das schon ein Ritterschlag. Da wird ja nicht jeder vorgeladen. Damit will man sich schmücken. Und dann kriegt aber auch das Drehbuch. Das habe ich ja alles erlebt. Ich habe jede dieser Anfragen abgelehnt. Und deswegen kann ich mit gutem Gewissen hier auch sitzen. Wobei es Zufall ist, dass ich hier sitze, aber ich bin ein alter, weißer Mann und dazu noch ein frommer, alter, weißer Mann und sage mir immer, Zufall ist ein Pseudonym Gottes. Ich bin ja eingeladen und habe mich wahnsinnig gefreut auf diese beiden wunderbaren, streitbaren Frauen zum Weltfrauentag. Und nun ist das andere Thema dazwischen gekommen. Aber ich habe jetzt nicht gekniffen, obwohl ich gesagt hätte, ladet mich doch aus und holt mal einen dieser tapferen AfD-Abgeordneten, die das aufgedeckt haben, die übrigens auch den RBB-Skandal aufgedeckt haben, holt die doch mal in die Sendung. Also als ich meine Talksendung hatte, da, und das war eben die andere Zeit bei Öffentlich-Rechtlich. Die fing vor 12 Jahren an. Ich habe alle eingeladen, ob Sarrazin, Ströbele, Sarah Wagenknecht, Alice Schwarze, die waren alle da, also diese No-Go-Leute. So breit war das Spektrum. Aber es war auch, ich habe auch die AfD-Vorsitzenden, die amtierende damals in meiner Zeit, alle da gehabt. Ich habe doch keine Angst vor denen. Dass heute das aufgeflogen ist, was ich ja kannte, das ist ja eine alte Kamelle, das ist ja nichts Neues. Aber ja, jetzt, die Summen sind dann doch spektakulär. Ja, aber die Summe, gut, das summiert sich, weil diese Art der Veranstaltungen immer mehr werden. Aber wenn ich mir vorstelle, dass da mancher so 8.000 bis 10.000 Euro einstreicht, und ich habe ja die Angebote auch alle gehabt, und das führt schon in Versuchung. Aber wissen Sie, ich kann doch nicht auf einer Veranstaltung mit Teilnehmern des Bundeskabinetts eine Gefälligkeitsinterviewgeschichte machen und 3 Minuten später rufe ich meine Redaktion an und sage, und jetzt mache ich aber einen Kommentar, wie schrecklich die sind. Das widerspricht der Lebenserfahrung. Das heißt, die Gefälligkeit, dort für 10.000 Euro zu moderieren, heißt gleichzeitig Gefälligkeitsjournalismus auch im Beruf und im Alltag. Und dass wir nur noch so wenige Wahrheitsmedien haben, wie Sie eins sind oder Tichys Einblick oder was auch immer, liegt doch daran, Sie können das nicht bezahlen. Frau Röhl,
wir haben die Summen schon angesprochen. Man braucht ja trotzdem eine Freigabe vom Arbeitgeber. Das heißt, die Öffentlich-Rechtlichen haben diese Erlaubnis gegeben. Sehen Sie es ähnlich wie Herr Hane, dass kritischer Journalismus dann eigentlich nicht mehr möglich ist, wenn ich die Hand aufhalte und ein Gefälligkeitsinterview führe? Also ich habe den Eindruck, dass Sie das eigentlich gar nicht gemerkt haben. Denn ich habe ja auch gesehen, dass das da im Internet eigentlich ganz offen war. Also eigentlich, also okay, man kannte die Summen nicht, aber das, ich glaube auch die Genehmigung dann intern, das hat man gar nicht mehr gemerkt. Also es ist ja von beiden Seiten, sowohl die Seite der Bundesministerien als auch die Seite der Journalisten hätten das nicht tun dürfen. Aber das ist, ich meine, ganz im Grunde ist da an der Stelle die Verfassung wird da zerbrochen. Ja, aber und jetzt Ihnen würde nicht ich gerne wissen, was jetzt passiert, ob es jetzt Konsequenzen gibt. Das würde mich interessieren. Aber ich denke, dass der Bewusstseinsprozess so ist. Herr Hane beschreibt ja, das ist so eine Verführung. Man kennt sich auch und wieso? Wir moderieren ja nur. Vor allen Dingen, wenn ich so ein Beispiel sehe wie hier bei der Republika, den Leuten ist ja gar nicht bewusst, dass das die Moderation vom Kanzleramt bezahlt wurde. Nein, das ist Ihnen nicht bewusst. Und deshalb würde ich sagen, da ist schon, das ist eigentlich ein verfassungsrechtliches Ding. Journalismus und Politik müssen getrennt sein. Wir haben die Gewaltenteilung. Die vierte Gewalt tut ja immer sehr großartig, dass sie so unabhängig ist. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass es mehr Bewusstsein darüber gibt und dass auch Konsequenzen passieren. Aber da ja sich keiner aufregt im Augenblick, bis auf die AfD, die es entdeckt hat, sieht man ja, ist ja, Sie haben das völlig auf den Punkt gebracht. Es wird ja eigentlich kontrolliert. Also wenn ich einen Nebentätigkeitsantrag, so hieß das, ich habe ja bei Banken und Wirtschaftsverbänden und überall gesprochen, das war ja unverdächtig. Und dann musste ich den ZDF sagen, das ist der Auftraggeber, das ist das Thema sogar und das kriege ich als Honorar. So, es geht also durch die Gremien. Das heißt, die Leitung, in dem Fall ZDF oder der ARD, genehmigt das, aber hinter dieser Leitung stehen politische Gremien. Das heißt, der gesamte RBB-Skandal, um das mal, es wurde nie diskutiert, ist nicht, dass Journalisten, Schäfer, Patricia Schäfer und die Intendantin da vom RBB, das ausgenutzt hat. Schlesinger, Entschuldigung. Ja. Das ist, wie soll ich sagen, die haben es die ist also ein System. Ich glaube, das haben die nicht gemerkt. Und das ist auch schon eigentlich eine Sache, die schon, aber es jetzt nur diese Sache. Da haben Sie recht mit der Verfassung. Ist schon so, ich erinnere das schon aus den 80er und auch aus den 90er Jahren, dieses Ganze an die Hand geben. Bei der CDU gab es das. Das ist immer beim NDR oder so, weiß ich, dass dann immer ein CDU-Mann auch da oben war. Aber ansonsten hat man doch mit Johannes Rau als Bundespräsident telefoniert. Und so. Also ich glaube, dass da gar kein Unrechtsbewusstsein herrscht. Und das ist eigentlich der Punkt, wo ich ganz froh bin, dass Sie das jetzt thematisieren, dass man überhaupt mal, also weil ich selber merke auch, so, dass ich als erstes sage, naja, das ist ja, die sollen ja auch bezahlt werden, wenn sie da eine zusätzliche Arbeit machen. Aber natürlich geht das nicht. Und deshalb sage ich noch mal, das ist eigentlich ein Verfassungsbruch. Ja. Und da geht es um das Bewusstsein. Und lassen Sie uns über Linda Zervakis reden. Die haben wir auch hier. bei der Republika hat sie 1.100 Euro bekommen für das Interview mit Olaf Scholz, 20 Minuten auf der Bühne. Sie hat auch im letzten Jahr ist sie mehrfach aufgetreten und wurde von der Bundesregierung bzw. von Ministerien gebucht. Aber auch schon 2018, 2019, 2020, als sie noch ARD-Tagesschau-Moderatorin war. Gestern ist ein Artikel rumgegeistert. Sie hat allein im letzten Jahr ca. 11.000 bekommen mit den Auftritten davor. Man kann nur schätzen, ich gehe jetzt mal von aus, lassen Sie grob. Durchschnittswerte, sagen wir 20.000. Sie rechtfertigt das mit der Begründung, sie war ja nicht als Moderatorin da, sondern also nicht als Journalistin da, sondern als Moderatorin. Genau. Und jetzt, Giovanna, würde ich dich fragen, wenn ich den Bundeskanzler oder einen Politiker bei einer Veranstaltung auf einer Bühne 20 Minuten lang interviewe zu politisch relevanten Themen, ist es dann eine Moderation oder muss man dann nicht doch sagen, das ist Journalismus oder zumindest eine journalistische Tätigkeit? Die Frage stellt sich mir gar nicht, ehrlich gesagt, weil natürlich ist das Journalismus, weil auch wenn man als Moderator fungiert, kann man natürlich, entweder man stellt kritische Fragen oder man stellt Fragen, die einer Regierung zuarbeiten oder dem Gegenüber, also selbstverständlich ist das Journalismus und
Was ich jetzt auch gerade, als ich Ihnen zugehört habe, dachte, ist, was mir aufgefallen ist, ist, dass es so wenig Leute irgendwie schockiert hat. Richtig. Also ja, ich habe das Gefühl, die Leute sind auch absolut einverstanden damit, dass das so passiert. Und da frage ich mich, ob wir überhaupt verstanden haben als Gesellschaft, was Demokratie eigentlich ist und was die Rolle der Medien in einer Demokratie ist. Weil wir haben natürlich die Leute, die irgendwie sowieso regierungskritisch sind oder so, die regen sich darüber wahnsinnig auf. Aber wir haben die Leute, die irgendwie ganz zufrieden sind damit, wie es läuft oder auch nicht, aber zumindest irgendwie ja, unserer Regierung wohlgesonnen sind. Und die finden das absolut in Ordnung. Und das finde ich eine katastrophale Beobachtung. So, also das ist mir persönlich aufgefallen. Ja, ich muss da irgendwie sofort an das Bild denken vom Regierungsflieger mit Robert Habeck und den verliebten Blicken, die Tina Hassel und die anderen Journalisten. Ja. Da hat sich schon eine Nähe einfach entwickelt, ja, die doch fragwürdig also, ist. Also und bei unserer großartigen über das deutsche Schulsystem ja unglaublich wiedergebenden Außenministerin. Es findet sich ja jeden Tag ein neuer Testosteronfall eines Konservativen, der die ganz toll findet. Das heißt, das ist ja irre. Es geht ja nicht mehr nach Leistung oder was. Und in diesen Maschinen haben doch meine Kollegen, die auf dem Bildschirm für Maskenpflicht und Impfpflicht plädiert haben, ohne Maske gesessen. Das ist für mich ein Zeichen, wissen Sie, es ist eine Parallelgesellschaft. Ich habe ja in meinem Weltbestseller Das Maß ist voll, ganz zu Anfang letztes Jahr, das habe ich zufällig gefunden, ein Zitat des BBC-Chefs. Und BBC gilt ja als sowas Superneutrales. Und der hat gesagt, wenn es zwischen Politik und Journalismus keine Distanz mehr gibt, kann man nicht mehr von Demokratie sprechen. Das sagen nicht wir, das sagt der Chef der BBC. Und genau das ist es doch, wenn ich die da jetzt sitzen sehe zusammen. Und ich habe das doch 50 Jahre erlebt und hier 30 Jahre in Berlin, wie eng das alles sein kann. Dann kann mir keiner sagen, dass es noch distanzierten, kritischen Journalismus gibt. Und noch eine Stufe weiter, wenn das irgendein, Entschuldigung, kleiner Redakteur ist, der da keine große Rolle spielt. Da würde ich immer noch sagen, meine Güte, verwirkliche dich da selbst und nimm die 5.000 Euro. Inzwischen haben wir ja Hierarchen, also Moderatoren in leitender Funktion in den jeweiligen Redaktionen, die auch bestimmen, journalistisch bestimmen, die da den Gefälligkeitsjournalismus machen. Also Sie haben völlig recht, das ist ein Punkt für die Verfassung. Mich wundert, wenn ich es noch ganz kurz sage, wie bucht das diese Bundesministerien eigentlich ab? Also das wird das unter... Pressestelle bezahlt das. Genau. Ja, aber das wie, unter was wird das... Honorar gestellt und das wird dann überwiesen. Ja, also das heißt ja, dass schon ein ganzes System eigentlich einverstanden ist. Und ich denke, da denken alle, wir sind nett, wir sind die Guten und wir sind ja trotzdem distanziert und verlieren jetzt nicht unsere Meinung. Also ich denke, das hat ein solches System. Und deshalb habe auch ich so als erstes so gedacht, ach ja, naja Gott, die moderieren dann und kriegen sie auch ein bisschen Geld. Also es hat auch bei mir schon eine Weile gedauert, mit der Gewöhnung auch aus dem Journalismus. Ja. Aber es auch geht eigentlich NDR ganz und dann, einfach. Und Spiegel TV und so gearbeitet. Und dann merkt man, dass es da ist da ja auch immer die Handreichung und dein Anruf und ich kenne da jemanden. Und so ist das. Aber zu lösen wäre es eigentlich ganz einfach. Sie sind ja das Paradebeispiel und das Vorbild. Sie haben das ja bei Corona gemacht. Dass alles nicht in Vergessenheit gerät und die Namen festgehalten werden, dieser ganzen Verbrecher. Ich halte sie für Verbrecher. Wer Leute einsammelt und so weiter. Okay, so, also jetzt. Nicht die Moderatoren halten. Nein, sondern diejenigen, die Menschen einsam sterben lassen, 3 Jahre lang und Kinder hinter Masken setzen, sind für mich Verbrecher. Ja. So, aber diesen Fall könnte man ganz einfach lösen. Wir haben doch diese ganz tollen Meldestellen. Also wer gegen Feminismus verstößt, wer gegen Gender verstößt, der darf doch jetzt gemeldet werden. Das ist doch die neue Demokratie, die Denunziationsstellen. So, jetzt kann ich doch nur sagen, Sie können doch sagen, die Stimmt-Sendung eröffnet ein Portal, melden Sie doch mal. Das Schlimmste ist, ich habe ja hier alles vor mir, die Namen sind bewusst anonymisiert. Es ist wie bei der Stasi. Wir konnten viele Namen es ist doch ganz einfach, bei jeder Veranstaltung waren Zeugen dabei. Ja. Sie müssen nur aufrufen. Was meinen Sie, Sie haben übermorgen eine Explosion in Ihrem Mailverkehr.
Die Namen müssen aufgehen. Wir haben sehr viele Namen schon herausgefunden. Genau. Die haben wir auch veröffentlicht auf pleiteticker.de. Unter anderem der vielgesuchte Journalist 73 ist Frau Andrea Thilo. Dann Judith Rakers haben wir zwei Events zugeordnet. Nämlich am 1. Dezember 2020 moderierte sie eine Veranstaltung für das Wirtschaftsministerium. Das Ministerium von Hubertus Heil hat sie auch gebucht am 16. März 2019. Also wir haben da relativ viele Namen rausgefunden. Auch Monica Jones von der Deutschen Welle war sehr oft tätig und hat auch dabei sehr gut verdient. Aber jetzt würde mich interessieren, der frühere Verteidigungsminister Rupert Scholz von der CDU, ja, sagte zu dem ganzen Vorgehen, der Vorgang ist hochproblematisch. Die Pressefreiheit ist verfassungsrechtlich notwendigerweise durch Unabhängigkeit von jeglichen staatlichen Organen und möglicher Einflussnahme staatlicher Stellen gekennzeichnet. Wenn Pressevertreter Honorare für Ministerien oder Kanzleramt erhalten, ist das ein Stück Korrumpierung dessen, was man die vierte Gewalt nennt. Von Staatsferne und unabhängiger kritischer Kontrolle politischen Handelns kann unter diesen Umständen keine Rede mehr sein. Sehen Sie das genauso? Ja, das war noch ein Urgestein der CDU. Deswegen würde sich zu dem Thema jetzt auch hier keiner hintrauen, weil man die alle mit in Haftung nehmen kann. Sehen Sie da auch Korrumpierung? Da sehe ich Korrumpierung. Ja, überall. Entschuldigung, die sitzen noch in den Gremien. Die sitzen in den Aufsichtsgremien. Und in der Merkel-Zeit war das doch genauso gang und gäbe, wie wir das heute jetzt der Ampel vorwerfen. Und Sie haben ja die Zahlen, ich habe sie ja auch. Es ist auch von 2018, ja. Da muss man dazu sagen, es geht nicht nur die Ampelregierung, sondern auch große Koalition. Ja, muntern, machen Sie mal bei der CSU eine kleine Umfrage, was da los ist in Bayern und die Verflechtung mit dem Bayerischen Rundfunk. Nein, aber der gute Rupert Scholz hat genau das jetzt als Staatsrechtler auf den Punkt gebracht, was Frau Röhl zu Recht gesagt hat. Das ist jetzt eine Frage, ich habe das mit dem Zitat von dem BBC-Chef gesagt, man kann nicht, so sagt er, nicht ich, man kann nicht mehr von Demokratie sprechen, wenn Journalismus und Politik so eng verflochten sind. Und da meinte er noch nicht mal das Finanzielle, er meinte ja nur die Weltanschauung. Natürlich wissen wir inzwischen, dass über 90% aller Beschäftigten bei Öffentlich-Rechtlichen sich ganz klar links verorten. Jetzt geht es ja noch um Bezahlung. Also was soll denn jetzt als Nächstes noch kommen? Es gibt keine Steigerung mehr.